Wer wagt es, mich zu stören? Es geht. Was war das? Sagt er, es war Yonaka. Weil sie von Morden geredet hat. Okay, danke schön. Was für beruhigende Worte, mit denen man aufwecken kann. Fliegen irgendwelche Drachen gerade vorbei? Nein? Okay. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Raus hier. Bin ich gerade in die Ringkammer gegangen? Verdammter Dreck, ey. Aber ich wollte sowieso mal zeigen, wie er da aussieht jetzt, ne? Mit all den Ringen. Oh, guck mal hier, ne? Wir haben alle Ringe. Sieht so schön bunt aus hier jetzt gerade, ne? Okay, dann war's. Vielleicht hier rein. So, heute machen wir Marv's Paralog. Neben Quest, Sidequest, wie auch immer man das nennt, ne? Und ich meine, die Hauptstory war Level 16, ne? Und Marv's und die andere neben Quest waren beide Level 14. Bin mir jetzt nicht sicher. Deswegen machen wir die erstmal als nächstes, ne? So, Gregory ist am Kochen. So, ihr wisst mittlerweile, wie das abläuft, ne? Wir haben ein paar Supports, dass die mal angucken. Fertig, boom, Javier und Anna.記念に何か買ってちょうだい。特別に割引してあげる。うん。何の記念日だ。もう、とぼけないでもらえる？本当はちゃんと分かってるんでしょ？いや、何のことやら。もう、しっかりして。今日はあなたの記念日でしょ？そう言われてもな。ほら。 Was, wenn das der ganze Support ist? ちょっと待て。なぜお前が俺の記念日を知っている？まあ、細かいことはいいじゃない。わかったぞ。 何でもいいから記念日にこじつけて商品を買わせようという魂胆か。バレちゃったみたいね。でも、まあいいわ。今日は私たちが話した記念日ということで、特別にこの果物を売ってあげる。半額でどう？持ってけ泥棒。まったく。やつ、sie ein armes kleines Mädchen. Also wollte irgendjemand sie anfangen, sagt sie, war nein, bitte Lady Anna. So typische Anime-Charakter. Okay. Alles klarchen. Dann haben wir Luis und Rosado. Wir rushen jetzt einfach eher durch, ne? Ihr kennt es ja mittlerweile, ne? Wir sind über 100 Folgen hier drin. Ich gehe schlafen, ich werde aufgewacht, dann gucke ich mir Support an, dann kommt das Kapitel. Und dann tue ich ein paar Bandgespräche. Wie ironisch, statt beim Nintendo-Spiel zu machen, welche sehr, mich immer sehr mit ihren Elementen sich wiederholen sind. Ich vergesse jedes Mal, wie dieses Wort heißt. Ich will immer traditionell sagen. ブドウと似た姿で僕を惑わし、甘いと思い込ませてしょっぱいところが。そっか。でも俺は好きなんだよね。海ぶどう。つぶつぶがキラキラしてて可愛いし、海をそのまま食べてるみたいな味も好みだよ。そうですか。申し訳ありません。どうしてルイが謝るのさ。友人の好きなものは僕もなるべく好きでいたい。 ですが、海ぶどうだけはダメなんです。
好みが違うことくらいで友達はやめないよ。本当ですか？なら、erklär es mal einigen Leuten im Internet. いいですか？可愛いロサードさんが可愛い誰かとキャッキャしている姿。Was, du magst die eine Sache, die ich nicht mag? Oh, ich hasse dich. Ich hoffe, du stirbst. Alle Leute im Internet zusammengefasst. Ich habe gerade das gesamte Internet in einen Satz gerade beschrieben. So, wir haben schon wieder Anna, sehe ich gerade. Erstmal machen wir Kagetsu und Jade. JD. Was willst du von mir, kleiner Mann? Du machst mir keinen Schaden. ブロディア王国挙げての武術大会で優勝するほどの実力の持ち主と聞いたぞ。一騎当選のその力出し惜しみするなどもったいない。命令されたわけでもないし、別に戦う理由はないわ。それは困る、困るぞジェイデ。そなたほどの強者と手合わせできぬとは我慢ならん。どうすれば手合わせしてくれるのじゃ。世にできることなら何でもするぞ。何でもと言われても。そうだ、それならあなたのことについていろいろと聞かせてくれる？そんなことならお安いご用じゃが、何のために？物語を書くための参考にしたいの。魅力的な人物を書くには必要なことよ。わかった。要は自分のことを話せばいいんじゃな。ええ、そうよ。Das ist irgendwie, hat sie nicht, wie heißt er noch mal? Mr. Alpaka, ja. Ember, mein Gott. Hat sie ihn nicht auch irgendwie self-inserted in einer ihrer Geschichten? Tut sie wortwörtlich irgendwie Fanfiction schreiben von allen Leuten? Warum diese bedrohliche Musik? Ist das der, den sie ohne Farben nennen? Kau,何かしちゃった？まだ何もしていない。これからしてもらうんだ。どういうこと？俺の悩みを解決するためにお前のある能力が必要でな。僕の能力？なんだろう。人に誇れるような能力なんて。声が小さくて聞こえないぞ。言いたいことがあるならはっきり言え。もしかして俺に力を貸すのが嫌なの？嫌じゃない。Du wirst herausfinden, ich habe eine sehr merkwürdige Art, mit Leuten zu reden. そうか、ご協力感謝する。他のやつには Was soll denn helfen? Was soll denn helfen? Boah, lass mich hier nicht so hängen. Bonnet und Jade. Jade, was machst du? Was? Meditation. Wenn der Geist verwirrt wird, dann meditiere ich. Diese Geschichte war wahr. Ja. Und was willst du? Sehr lecker. Was sagst du? Was sagst du? お前が鎧に引きこもる様が、私のよく知る煮込み料理を連想させる。甲殻類の殻に野菜や肉、米などを詰め込み、三日三晩煮込み続けるのだ。ああ、腹が減ってきた。あのね、ボネ、私は瞑想しているのだけど。奇遇だな。私は無双している。あら。あの煮込み料理を。口いっぱいに頬張っている姿を。Darf ich in dich reinbeißen? 邪魔しないでくれる？無論。では、さらばだ。不思議な人。
Menschenfleisch. So, dann haben wir nochmal Anna und Zelkov. Konnichiwa, Zelkova. Watashi wa Anna-san te iu no. Yoroshiku ne. Oh, kawaii kodomo da na. Okashi wo age yo. Alter. Yaki gashi ga ii ka? Ame ga ii ka? Nan demo aru zo. ちょっとお母さんなんかいらないわ。怖がることはない。おじさんは純粋に子供が好きなだけで。違うの。私は確かに子供だけど、中身は大人の行商人なのよ。お菓子なんて売るほど持ってるわ。パイヤーアイン。というわけで何か買ってくださいな。 では商品を見せてくれ。はい、どうぞ。何よ、渋い顔しちゃって。悪いがいいものがないな。え？子供相手に厳しいことは言いたくないが、こんなものに金は払えない。ちょっ どこがいけないの？わかった。ならば、あえて心を鬼にして言おう。商品に魂が感じられない。魂？何よそれ。わからないか。だからそんな商品ばかりを売ってしまうんだ。なんですって？商品は作り手の魂だ。 Ja, sie einfach am Roasten ist, ja. Du nennst dich eine Händlerin. Meine Waren sind besser als deine. So, alles klar, gut. Dann habe ich überhaupt eine Ration? Ich glaube nicht. Aber ich gehe trotzdem mal zum Brünen und guck, ob ich da wieder was reinwerfen werde. Ne? Ich sage aber nichts. Die Klamotten von Marv, ich vergesse das jetzt mal zu erwähnen irgendwie. So, letztens habe ich ein Eisenschwert gekriegt. Weg damit. Standards aber auch nicht mehr. Eine Eisenaxt. Da kann man eigentlich voll leicht manipulieren dann, ne? Wenn man einfach irgendwie super gute Sachen, ne? Obwohl geht da gar nicht. Also super gute Stäbe, die nur einen Verbrauch haben, ne? Kann man einfach da reinpacken. So, dann verschnabulieren wir mal was kurz mit Gregory. Und gute Frage, mit wem gehen wir jetzt hier rein, ne? Ich habe alle schon auf B mindestens. Ja. Keine Ahnung. Was mit Vale? Ich will mit ihr Arang erreichen. Pandreo und Zitrin. Zitrin. Ne. So. Das gibt es wieder nicht. Für was beide Leute mögen. Pandreo, wisse. Oh mein Gott. Macht er irgendwie nur Sachen, die sie nicht mögt? Ja, nehmen wir jemand anderen. Ja, Ivy. Ich werde mal scouten so. Oh, guck mal hier. Kaiserschmarrn. Haha.
Marmeladenkuchen, Kaiserschmarrn, sehr gut. Eifrig, gebratener Pfannkuchen, im mundgerechten Stücken und mit geschmolzener Butter serviert. Keine Ahnung, was packt man denn dabei? Pfannkuchen, Obst, ne? Darf ich in Hogwarts einladen, mein Freund? Was? Ja, war das jetzt gerade? Oh. Unsere Unterhaltung miteinander. So, what? Das ist sehr gut. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie der Effekt hieß, den er da gerade hatte. Okay, da war ziemlich krass, dass ich bei ihr reingehen. Nein, die spenden. Spenden ist irgendwie 80 Mal verbinden in der Arena. Okay, cool. Und dann gehen wir zum nächsten Kapitel. Und zwar, wie machen wir nochmal? Natürlich mal 3-4 Tage lang nicht mehr spielen, ne? Schon habe ich wieder komplett vergessen, wie das Spiel funktioniert. Weil ich letztens irgendwie 3 Parts hatte, da konnte ich wieder 3 Tage Pause machen. Schon weiß ich wieder nicht, wie irgendwas hier funktioniert. So, das ist die nächste Hauptstory. Die ist Level 16. Da ist ja, glaube ich, nicht Marvs Dinge. Aber das ist auch Level 14. Dann machen wir, wo auch immer Marvs Quest ist, hier. Vor Emblem Marv und Schauplatz eine Prüfung für den Würmgott. Was? Herzschloss. Ich habe verbessertes Schloss gelesen. F14, gut. Dann gehen wir mal reden. Vor Emblem 1 habe ich gespielt ein bisschen, aber nicht durch. Der Heldenkönig, ne? Ja. Weil die haben mal vor kurzem irgendwie, weil Fire Emblem, glaube ich, 35 Jahre alt war, Fire Emblem 1 rausgebracht im Nintendo eShop für irgendwie einen Monat, was ich immer noch nicht verstehe, warum die das gemacht haben. Aber ich habe es mir natürlich geholt. Ja, das Spiel ist ein bisschen rau. Es ist sehr merkwürdig zu spielen, weil es noch so uralt und antik ist, noch für den Fire Emblem 1 kam ja von den originalen Nintendo raus, die RDS. Ja, und da merkt man auch. Am Super Nintendo kam dann noch mal Fire Emblem 3 raus, was Fire Emblem 1 und eine Fortsetzung war. War beides ein bisschen besser poliert. Hey, Ogma, Shida, die kenne ich alle. Shida war doch irgendwie diese Pegasus-Reiterin. Und Ogma war dieser Söldner.僕を信じてくれる人のために戦いたい。彼らに希望をもたらしたいと願っているんだ。その気持ち、分かる気がします。私にも仲間と一緒に見たい景色が未来があります。そのために旅を続けてきたのですから。そうだね。戦いを経て君は強くなった。無力さを嘆いていたあの日の君は もういない。そして支えてくれるたくさんの仲間がいる。君の命は君だけのものじゃない。私はここまでずっと生かされてきました。仲間に。ああ、natürlich。それから大切な家族に。その思いがあるのなら、君はきっとこの試練を乗り越えられる。試練。僕と戦ってくれ。 Marv schaut einfach nur rüber zu ihm, so, Alter, du hast das schon 11 Mal gemacht. Wir fangen auf einmal zufällig an, miteinander zu reden. Was glaubst du, was als nächstes passiert, Alter? Das ist ehrlich gesagt ganz schön merkwürdig, ne? Erst müssen wir gegeneinander kämpfen, damit du meine wahre Macht hier irgendwie entfesselst, ne?
Warum tust du nicht einfach deine Macht so entfesseln, ne? Ist ja nur das Schicksal der Welt, das hier von uns abhängt und so, ne? So. Und ich sehe eine Menge Truhen. Oh. Ah, verdammt. Ja, passieren. Weil ich habe nämlich, ich habe sofort geplant, jetzt irgendwie Teleportation einzusetzen und dann jemanden hier hinzupacken, zum Beispiel irgendwie Jade oder so, ne? Aber 54 Angriffskraft wird da, glaube ich, nichts. Okay. Okay, das sieht schon ziemlich stressig aus, ne? Und da haben wir Mafferino, ne? Jetzt einen super starken, ja, Sternlord Blitz. Okay. Aber er hat nur eine Reichweite, das heißt, er hat auch nur eine Waffe, sehe ich gerade. Aber die Waffe, und den Angriff, den Art, der ist gefährlich, ne? Okay, sieht nicht so schwierig aus, den zu besiegen, ne? Aber ich nehme an, die Herausforderung ist wieder als andere, ne? Hier ist übrigens eine Tür. Das bedeutet für mich mehr oder weniger, solange die noch verschlossen bleibt, wird der nicht, obwohl die können ja Türen angreifen, ne? Ja. Also allgemein würde ich jetzt mal raten, der wird jetzt einfach da stehen bleiben, ne, bis ich die Tür öffne, ne? So, falls das hier, falls die Level irgendwie eine Anspielung an der Level aus Fire Emblem 1 ist, dann sehe ich es nicht, ne? Weil nicht. Ich habe es gespielt, aber nicht komplett durch. Einfach, es macht ein bisschen wenig Spaß, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist ein bisschen zu antik, als dass es irgendwie, Alter, der ist schon Level 20. Aber soll eine Anspielung an Ogma sein? Haben wir auch, der hat ja gerade Ogma gerade erwähnt, ne? Dass hier dieser Söldner war, den man am Anfang des Spiels hier getroffen hat. Okay. Okay, eindeutig. Die Diebe müssen wir natürlich hier alle fertig machen, ne? Das Problem ist, es sind mehr Diebe als hier, als ich Leute habe zum Abschießen, ne? So, wir haben 12 Leute, perfekt. Weil ich habe, du musst mal die Charaktere aussuchen, die ich hier hin platziert habe, ne? Die ich mir ausgesucht habe. Okay, so, und ihr werdet es kaum glauben, aber ich muss schon wieder pinkeln, ne? Ich gehe jedes Mal vor der Aufnahme pinkeln, ne? Aber irgendwie will nicht, ne? Okay, passt aber dann, ne? Dann kann ich mir irgendwie eine Strategie ausdenken bis dahin, ne? Und gucken, wie ich das hier tackeln werde. Also ich sehe euch, wenn ich hier irgendwie meine Charaktere positioniert habe und eine super tolle Strategie ausgefunden habe, ne? Gut, in dem Sinne sage ich dann bis gleich. Und da bin ich wieder. So, ich habe hier so ein paar Sachen zusammengekocht, ne? Und je nachdem, wie die KI sich benimmt, kann das funktionieren oder nicht, ne? So, mehr zugleich, ne? Ich zeige euch erstmal die Leute, die wir heute mitnehmen, ne? Wir haben heute Milch, wir haben Celine, wir haben Linden, wir haben Anna, wir haben Diamant, wir haben Etty, wir haben Zelkov, Alfred, Jade, Bunnet, Kagetsu, Rosado. Und ja, damit wird das schon irgendwie klappen, ne? So, ich bin soweit hier fertig, ne? Also gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sei mal ja. Alles klar. So, unser Hauptaugenmerk ist natürlich wieder die ganzen Diebe hier zu erledigen, bevor sie ja uns alles abstauben, ne? Das Problem ist, die Diebe haben alle passieren. Das heißt, die können einfach an meine Leuten hier vorbeilaufen, ne? Deswegen wollte ich erst so denken, so, ja, Teleport hier hin, ne? Alles blockieren. Aber dann haben wir noch ein nächstes Problem, und zwar diese hier. Die alle, die haben ja nämlich alle Silberklingen.
Und ja, wir wissen ja, wenn man mit Silberklingen hier jemanden angreift, dann wird man weggeschubst. Das heißt, ich packe dann jemanden hier hin, ne? Silberklinge, boom, auf einmal bin ich hier, ne? Und dann werde ich von 5 gleichzeitig angegriffen, ne? So, als erstes machen wir folgendes, ne? Als erstes machen wir ihn ja, ne? Und lassen ihn mal direkt hier den ja aktivieren, ne? Weil hier unten ist ein Dieb und den würde ich gerne mal platt machen, ne? So, ich habe ihm eine Kriegerlanze gegeben, aber das scheint nicht zu funktionieren mit dem Schaden. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich und er macht sogar halbwegs Schaden. So, so viel dazu. Diese, das hat schon mal nicht so funktioniert, wie ich mir dachte, aber ist auch okay. Die Sache ist natürlich wieder, wird er mich angreifen oder nicht, ne? Oder wird er wegrennen? Warten wir erstmal. So, was ich machen will, ist, ich will ihn hier empacken, weil da ist ein Axtkämpfer mit 2 Balken. Ne, Quatsch, eben will ich nicht bewegen. So, ich habe 2 Versionen, wie ich das hier erledigen kann, ne? Meine erste wäre, ich benutze hier Celine. Hier habe ich nämlich Teleport gegeben, ne? Das heißt, sie kann jetzt Leute hier auf die andere Seite hin teleportieren, ne? Meine Strategie wäre dann, ich pack Jade hier hin, ne? Sie müsste dann, glaube ich, hier landen. 1, 2, 3, 4. Würde ich sie hier hinpacken, ne? Sie hat Ike ausgerüstet, sie aktiviert hier diesen Massenangriff und ja, sie macht dann alles fertig, was hier um die Ecke kommt, ne? Aber wie gesagt, die Diebe, die kommen ja alle vorbei einfach, ne? Und diese Silberklingen-Typen, die werden sie einfach durch die Gegend rumballern, ne? Das heißt, selbst wenn ich es schaffen würde, sie hier oder hier hin zu bewegen, ne? Dann kommt einer von denen ja und packt sie hier runter hin. Ich weiß nicht, wie die Diebe sich bewegen, aber ja. Jade müsste dann eigentlich überleben. Die machen ja 54 Schaden, was eine Menge ist, aber sie hat 40 Verteidigung, das heißt, sie bekommt 14 Schaden. Und weil sie ja Ike ausgerüstet hat, bekommt sie ja immer mehr Verteidigung, je mehr HP sie verliert, ne? Ja. Das heißt, genau, oder das hier kann ich auch aktivieren, ne? Meine zweite Version wäre, ich benutze hier blockieren, ne? Ich pack Linden hier hin und tu blockieren hier einsetzt, weil hier so eine Eismauer kreiert. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die KI funktioniert, ne? Ob die KI jetzt irgendwie die Säulen kaputt macht oder nicht, weiß ich nicht, ne? Die Diebe, die gehen natürlich auf die Schatztruhen los, aber tun die Säulen auch kaputt machen, das weiß ich nicht, ne? Von daher würde ich mir das vielleicht noch aufbewahren. So wie ich das sehe, ist das hier der einzige Fluchtweg für die Diebe, ne? Alles andere ist hier abgesperrt, ne? Ja, sieht so aus. Ich meine, der einzige andere Ausgang wäre hier, ne? Aber da bin ich, ne? Also hier müssen die Diebe dann sozusagen hinflüchten, ne? Und da wir ja Alfred dahin schicken, wird er auch irgendwann so schnell wie möglich da oben ankommen, ne? Also ja, ist schon wieder so ein ganz kleines bisschen davon abhängig, wie die KI sich verhält, ne? Aber gucken wir mal. So, ich finde aber sehr, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich werde das, glaube ich, so machen. So, ein Dieb kann man schon mal abschießen, ne? Machen wir natürlich auch. Wir haben mit ihr Lin schon voll hochgeballert. Sie müsste eigentlich die Diebe ja kaputt hauen, wenn du mal den anvisieren würdest. Alter. Ja, den kann man natürlich auch abknallen, ne? Aber ich würde erstmal den hier abknallen. Ja. Müssen wir uns um einen Dieb weniger kümmern. Wir sind, glaube ich, 4 Diebe. So, fällt mir gerade ein. Habe ich überhaupt jemanden? Kagetsu, hast du überhaupt? Ach, egal. Hat der hier was? Egal. Mein Gott.
So, als nächstes machen wir hier Teleport. Dann teleportieren wir sie. 1, 2, 3, 4. Ist jetzt nicht so eine gute Position, ne? 1, 2, 3, 4. Das heißt, sie wird wahrscheinlich hier unten landen. Das heißt, ihre Ultimate einzusetzen wird es nicht bringen. Aber stimmt, ich hatte da was anderes vor, glaube ich, ne? Oh ja, klappt sogar. Wir machen das so nämlich, ne? Wir packen sie. Wird auch klappen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt sie da ein, genau. Okay, alles klar. Dann machen wir das so, ne? Wir packen sie hier hin. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Blockieren. Na, reicht natürlich wieder nicht. Aber ist auch egal. Ich will außerdem Tanzen einsetzen, einfach nur, damit ich den Typen hier, damit ich mich um den kümmere. 1, 2, 4, 5. Den werde ich aber nicht erreichen können, leider. Aber vielleicht hier mit Rosado. So, dann packen wir so viele wie möglich hier oben erstmal hin, ne? Und dann machen wir mal einen sehr frühen Tanz. So. Und Jade bekommt ja dann noch ein paar Werte dazu, ne? Durch den Tanz. Ah ne, Quatsch, geht gar nicht. Ist nur bei Dracheneinheiten, ne? Egal. Irgendwelche Werte wird sie schon bekommen. Stärke, das ist sogar noch besser. So, dann packen wir sie. Teleport hier hin. Sie wird sehr höchstwahrscheinlich weggeschmettert werden von den Leuten. Aber ich habe da eine Idee. So, weil der Dieb kann nur diese Truhe erreichen, ne? Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle, ne, dann wird er hier die Truhe öffnen. Das heißt, ich kann ihn dann kontern. So. Ich lasse die Truhe mal da. Dann lag er wieder mal Eik. Dann mach mal großer E-Tier. Die Starkungsachs macht mehr Schaden. So. Und die dürfen mich eigentlich nicht erledigen können, ne? Und jetzt können sie mich auch nicht mehr wegschubsen. Und da ist ich... So, er wird jetzt hier auf die Truhe losgehen, ne? Das heißt, egal was auch gleich passiert, ich werde gleich auf den losgehen, ne? Das heißt, wir haben noch einen Dieb erledigt. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. So, dann gehen wir hier lang. Ihm. So, jetzt würde ich noch gerne jemanden hier anlocken. So, der Dieb wird wahrscheinlich nicht auf uns losgehen, ne? Machen wir dich halt platt, ne? So, und zwar, wir nehmen mal deine neue Waffe hier, ne? Diese super Waffe, die ist, glaube ich, super stark, ne? So, da bin ich mal jetzt gespannt, wie das hier abläuft. So. Wenn ich mich recht erinnere, dann tun die Diebe nicht wirklich irgendwie auf einen losgehen. Die priorisieren wahrscheinlich eher die Schätze, ne? Das heißt... 137... Die werden wahrscheinlich eher... Wenn die auf mich losgehen mit der Silberklinge, werden die dann gebrochen? Lass mich mal kurz rechnen. 54. Das ist eine Menge Schaden. Das sind 54, das sind 32 Schaden. Er wird das definitiv nicht überleben.
Außer wenn er vielleicht einmal ausweicht. 83, er hat so eine... Ja, und dann kommt das auch noch. Nee, lass mal das mal. Einen könnte ich hier versuchen. Und zu locken. So, die Diebe tun normalerweise nicht angreifen, ne? Von daher dürften die eigentlich nicht auf ihn losgehen, ne? Aber wollen wir mal sehen, wie das hier wieder abläuft, ne? Ich kenne nur das Spiel. So, Abzeichen ist ja auch noch hier. So, und dann machen wir diese Situation, ja? Kotzt mich gerade ein bisschen an, dass wir den Typen nicht erledigt kriegen. Okay, weißt du, was ich auch machen könnte? Ich kann einfach überreiten machen. Weil dann kann ich absolut sicher gehen, den zu treffen, und er kann mich nicht angreifen. Und falls er sich entscheidet, mich anzugreifen, habe ich ein Speer zum Kontern. Ja, guck mal. So. Du wirst wahrscheinlich auf mich losgehen, ne? Guck mal, was jetzt hier passiert. So. Er ist genau da, wo ich ihn haben wollte. Und ja, sie wird jetzt von allen möglichen Leuten angegriffen, aber bringt nichts, weil sie so eine dicke Verteidigung hat. Okay. Du hast einen Tomahawk. Gut zu wissen. Hat er gerade Tomahawk abgewehrt, indem er es geschlagen hat? So. Und ja, das funktioniert gerade so, wie ich mir das vorstelle. Einzige, was jetzt ein Problem sein könnte, ist, dass wir irgendwann die KP ausgehen. Aber glaube ich jetzt nicht so. Außerdem bekommt sie ja gleich wieder AP zurück durch Great Ether, ne? Great Eater. So. Ich habe jetzt auch nochmal an. 5x6, was? Entschuldige, was ist gerade passiert? 5x was? Boah. Zurück ist sie gerade. Ah, nee, sie konnte ja gar nicht ausweichen. Also irgendwas ist da gerade. Hat genauso gereicht, so vom Schaden her. So, und er ignoriert mich vollkommen. Alles gut. Ich muss wahrscheinlich einige Power-Tipps gleich einsetzen. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. So, die werden wahrscheinlich nicht brecken. Ne? Oh, nicht mal annähernd. Okay, das ist jetzt nicht so gut. So, ich glaube, ich möchte. Da wird sie nicht noch mal überleben, ne? Okay, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Leute hier alle frecken. Was ich auch machen könnte, ist sie da rausretten, ne? Wenn ich den Typen ja weggepustet habe. Mache ich auch. So, wir gehen hier rein, machen ihn platt, ne? So. Das Elixier aber, ne? Das wäre natürlich auch gut. So, wenn sie kontert. Hat sie unter 75 HP gerade? Das sind diese blöden Assistenzangriffe, die jetzt hier natürlich hier voll nervig sind. So. So, mir ist auch gefallen, der Typ hier hat zwei Lebensbalken, ne? Was ein bisschen krass ist. Bei
Ebenblatt her. Da, kannst du ihn erledigen? Ein Silberschwert? Nein, aber fast. So, die Situation ist ein bisschen doof gerade. Sind so viele Leute. Hier sind noch zwei Diebe. So. Machen wir erstmal Folgendes, ne? Einmal bitte treffen. Wir müssen uns gar nicht so sehr stressen. Wenn Alfred es schafft, da oben hinzukommen, rechtzeitig. Na, die mussten wir erledigen für das Geheimbuch. Unsere Stand-ups, die wir sowieso nie benutzen. So, sind die alle sehr stark? Ja, ne, die haben alle Silberklingen oder so ein Dreck. Ach. Nee, den Leben kann ich vergessen einzuholen, habe ich so ein Gefühl. So muss ich mir irgendwas anderes hier überlegen gerade. So, machen wir erstmal ihn eher platt. So, den Typen hole ich mir mit Bonnet. Da ist ja jemand noch. So, ich muss ja raus, also das geht nicht. Oh Mann, den hätte ich erledigen können. Okay, noch mal so. Ja, ich muss zurück. Muss leider einen Rückzieher ja machen. Aber ist okay. Wir haben zwei Diebe erledigt. Wir müssen die sich erstmal erholen. Ich glaube, ich nur ein Dieb übrig, ne? Ne, zwei. Ja. So, ich habe übrigens mal hier diese Waffe gegeben, ne? Ihr Nortun, was irgendwie die Waffe von Anna aus Fire Emblem Heroes ist, ne? Warum nicht, ne? Ich würde sagen, passt. Was habt ihr? Tomahawks 117. Suchen wir erstmal hier mit, ne? Das ist schon wieder so. Ich weiß nicht, ob diese Situation überlebbar ist, ne? In diesem blöden. Aber wenn sie auf dem Weg dahin ein paar erledigt, ist ja eigentlich nicht so schlimm, ne? So, ich mache folgendermaßen. Warte mal, wenn ich Anna benutze. Der wird nicht reichen, ne? Zum Heilen. Fünf im Bereich plus 1, ne? Sie hat ja auch voll AP. Schafft hat ja auch voll AP schon. Okay. Was ich auch machen könnte, ne? Ist, ich könnte ihn hier einsetzen zum Festhalten. Eine gute Idee. Ich weiß nicht. Ich muss den hier im packen, aber dann ist er schon wieder von in der Reichweite von allen Leuten hier. Warum müssen da so viele Leute sein?
Nee, wir müssen hier weg. Geht nicht anders. Ah, ist so eine doofe Situation, ja. Auf ihn. Ah, ich dachte, da wäre ein Crit. Da kannst du ihn jetzt erledigen, jawohl. Boom. Jetzt haben wir euch alle so ein bisschen trennen. Ich kann natürlich auch Zeit totschlagen und warten, bis Etties, ja, sehr gut, bis Etties Dingens ja voll ist, ja, ja, na, Astralschuss 1 2 3 4 5. Okay, Etty kann ich hier hin. Und ich habe schon wieder Mist gebaut, hier sehe ich gerade. Nee, habe ich nicht. So. Es kann eigentlich nur Etty angegriffen werden, ne? Warten wir ja ein bisschen. So, und ich habe jetzt natürlich gemerkt, ja, ich habe Jade jetzt nicht da rausgeholt, aber ich will sehen, ob sie hat überleben kann, ne? Vielleicht tut sie hat ja überleben. So aus. Natürlich ein paar Leute hier nebenbei kaputt haut, ne? Ja, nicht so gut. So, Verteidigung bitte. Ja, natürlich Verteidigung. Bringt aber nichts, wenn die Gegner sowieso immer festen Schaden machen. 5x4, was? Blöden Assistentencharaktere, ist doch voll dämlich. Ja, ich glaube, wir müssen sie ja rausretten. Das wird sie nie im Leben überleben. Assistenzangriffe, die kommen natürlich immer alle als erstes. Oder? Also sie tut wie ein Champion ausweichen, was sie aber nicht macht. Ne? Dauer. Nee, sie ist jetzt tot. Ah, so dämlich, ne? Ja, okay, ist gut. Oh mein Gott. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. So, wir müssen Etty da raus. Wir müssen Jade da rausholen dann. Weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Jade kann man ja ruhig hier mal hinpacken. So. Ich weiß noch nicht, wie die Reichweite von Rettung noch mal ist. Rettung ist 8 Felder. Das ist so viel. 1 2 3 4 5 6 7 8, natürlich. Ich hätte sie hier hin platzieren müssen. 44. Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. So, sie kriegt dann hier gleich voll auf die Nase. Leider. Aber was soll's. Na, falsch. So, Rettung. Wir haben ja noch genug von denen, ne? Irgendwann müssen wir die aber benutzen. So.
Komm mal zurück. So, oh mein Gott. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr merkwürdig hier, die Strategie, aber das fällt mir gerade nicht ein. So, Jade kann von zwei Leuten angegriffen werden. So, der Tomahawk wird sie ja nicht kaputt hauen, ne? 44, ich glaube, sie wird ihn sogar kaputt hauen. So. Oh. Sollte okay sein, so. Ja, geht auf sie los. Oh. Sobald wieder hier ein Kapitel kommt, wo irgendwie, weil nicht Diebe auftauchen, ne, geht alles wieder im Bach runter, weil alles hier wieder viel Stress verablangt hier. Nein. Au. Schmettern ist irgendwie voll der dämliche Funktion in dem Spiel, finde ich. Macht das gar nichts. So, weil ich die natürlich alle angegriffen habe, kommen die jetzt auch dahin, ne? Also die haben sich wieder zurück. So, und auf die Leute kann ich losgehen mit Selene vielleicht. So per Teleportation und so, ne? So. Kann ich irgendjemanden hier hinpacken, der das hier alles abhält? 46, 46. Oh, da ist eine Menge Schaden. Alter, der Typ macht aber auch nichts an Schaden, ne? So, was machen wir hier? So, sie können wir ja hier hinpacken, ne? Ja, mit dem Schaden üben wir mal noch, ne? Also ich habe erst am Anfang des Kapitels so geschaut, ne? So, die haben ja alle nur eine, die haben ja alle nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Ding hier, eine Art hier irgendwie anzugreifen, ne? Also Schwerter. Ich mir jetzt gedacht, da klingt ja, sieht ja voll einfach aus. So, währenddessen kommt hier mal er hin, ne? Und der kümmert sich um hier drum. Ah, cool. Genau sicherem Platz da gepackt. Da sind mir alle so tanky. Warum sind die alle so tanky? 27, das ist doch gar nicht so viel. So, ihr macht mal halblang, ja. Bleibt mal alles schöner stehen. Uff. Boom. Dösch. So, haben wir die Lage ein bisschen entschärft. Perfekt. Also ich muss jetzt nur die Leute hier erledigen, kurz. So, sie kann eiskalt die Leute hier erledigen. Ist klar. Na, das ist Musik aus dem ersten Fire Emblem, ganz offensichtlich. Na, was mit ihm hier? Du kannst nur da, cool. Okay, so. Mal folgendes. Du
machst du ihn platt, weil du es kannst, weil du es nicht kannst. Oh mein Gott. Okay. Ist okay. Ist okay. Wir sind doch bestimmt kritten. Okay, das hilft natürlich auch. Okay. So. Warum mache ich mir überhaupt hier Gedanken, ne? Na gut. Oh, ne. Fähigkeit. Beendigkeit meine ich. So, dann. Oh, guck mal den Schaden von dem Teil an. Fasse nicht, dass er so wenig Schaden macht. Das sieht leider an. So, 12. Der riskiert sogar. Ich sehe gerade, der Typ hat 2. Verdammt. Er hat 2 Lebensbalken, sehe ich gerade. Aber ist in Ordnung, weil dagegen haben wir auch was. Nicht gesehen hat, er 2 Lebensbalken hat. So, wir machen einfach den hier. Jetzt bleibt er da schön stecken. Ja, so wieder dazu. Ja. Jetzt können wir Anna einfach da einpacken und sie kann einfach auf ihn drauf kloppen. Und da er sich nicht bewegen kann, kann er nichts dagegen machen. Irgendwie angreifen wir irgendwas. So, cool. Level up. Ja, boah, sie kriegt echt gar kein Glück, aber ist doch genau das, was der Wert, den sie braucht für ihre Fähigkeit. Ja, nein. Irgendjemand? Nein? Okay, cool. So, der wird jetzt leider eine der Truhen hier öffnen, aber was soll man machen, ne? So. Jetzt sowas von irgendjemand ja kaputt hauen. So, was habe ich gerade gesehen? Ich habe gerade gesehen, wie irgendjemand hier. Oh mein Gott, ey. Habe ich nicht gerade irgendjemand erledigen oder habe ich mir nur eingebildet? So, oh, guck mal, ja. Ja, ihn bitte. Ich sehe gerade, er hat auch 2 Lebensbalken. Ich sehe das gar nicht. Verstecken die ja alle irgendwie rein. Aha. Boah. Ich bemerke die ganzen Charaktere gar nicht. Das sind alles verdammte Dingens, Leute hier. Richtig kaputt. Nein, weil nicht garantierte Treffer sind. Ist hier noch jemand mit einem Lebensbalken? Ja, nein. Aber ich dachte, ich hatte die Situation ja voll entschärft, ne? Na, was wollte ich dagegen machen? Alter, wie schaffen die es immer noch zu überleben? Okay. Wie mache ich das hier? Warum sind die alle so stark? Ey, die halten halt so viel aus. Diese Runde werde ich nicht überleben, glaube ich nicht. Boah. Aber sieht ja gar nicht so schwierig aus, ne? Ich muss eigentlich nur tankige Leute hier überall hinbacken. Vor allem, der hat genau die gleichen Wert wie anderen auch, aber der hat irgendwie 2 Lebensbalken. Gibt's nicht. So, ich muss ja ein paar Leute erledigen. So. Wird er das überleben? Ja, ne. Ich nur noch irgendwie die beiden hier wegputzen.
So. Kannst du bitte kritten? Ja, super gerade. Jetzt noch mal. Gerade. Sehr gut. Sieht man heftig aus. Nee, fast reingeboxt. So. Na, ich glaube nicht, dass das bald wieder da war. So. Ah, natürlich überlebst du mit einer P. Jetzt ist doch mal gut, Mann. So, er kann sowieso nicht getroffen werden. Oh. Ja, am liebsten jemanden hier heilen, aber geht da wieder nicht. So, was kann hier alles passieren? Du kannst überhaupt niemanden erreichen. Solange ich einen Angriff aushalte, ist ein Angriff werde ich wohl aushalten, ne? Niemand mit einem Schwert. Sie hatte vorher ein Schwert, aber ich habe es schon wieder entfernt. Ne? Verteidigungshilfe. So. Läuft sowieso darauf raus, dass ich ihn treffen muss. Okay. Da kannst du überhaupt jemanden erreichen, ja? Ist das ja blau angezeigt, weil er davor steht, oder? Ist dann natürlich ohne Fernkampf auf oben läufst, ne? Ich meine, du brauchst keinen. Obwohl, was hast du gerade ausgerüstet? Silberklinge. Ich meine, ich werde nie mit ihm irgendwie Dingens angreifen, ja. Also fern, ich gehe mal noch frontal auf die Leute los mit ihm. So, gucken, was hier läuft. Ja, wir kommen ja da auch noch Schaden. So. Oh Gott. Alter. So, ihr habt euch gerade sehr doof positioniert. Von eurer Sicht aus. So, die beiden Diebe schnappen sich jetzt die Truhen. Aber solange ich es schaffe, solange ich es schaffe, hier hinzukommen, ne? Ich meine, ich werde den, die gehen wahrscheinlich jetzt da oben lang, ne? So. So, ich muss mal kurz gucken. Und zwar. Perfekt. Nicht perfekt. Das gibt's jetzt einfach nicht. Ein AP. Jedes Mal. Das ist so ein trauriges Schauspiel, ja. So. Ich will eigentlich nur eine Wand aufbauen. So.
Können wir ja so rumlaufen? Ja. Mach mal den, ja, ne? Aber ich will wahrscheinlich mit dir killen, ne? Ha. Obwohl, Geld brauche ich nicht. Ich hab ihn los. So, noch mal dich kaputt. Oh, ist so weit entfernt. Okay. Ah, was soll's. Und für meinen nächsten Trick. Wer trifft mich hier? Ach, den kann ich nicht dahin bewegen, Mann. Wer trifft mich da? Du, Silberbogen. Langbogen, 40. Ich kann nicht doppeln. Was ich auch machen könnte. Solange ich jemanden hier im Platz hier, ist halt eigentlich okay. Ja, warte mal. Hast du eine? Du hast nur eine Silberaxt. Hey! Perfekt. Ja, das war natürlich perfekt jetzt. So, die drei bleiben jetzt da stehen, ne? Irgendwie trifft mich immer noch jemand. Warum? Sollte aber eigentlich nicht, ne? Weil er steckt jetzt hier und blockiert für jeden hier den Pfad sozusagen. Das heißt, eigentlich dürfte ich gar nicht getroffen werden. Solange ich den Typ nicht kaputt haue. Was dann einfach nicht, ey. Ist da deiner an? So, weißt du, was ich hier gerade sehe? Die Typen sind gerade ja voll unbeaufsichtigt. Und ich kenne die CPU ja, ne? Die priorisieren. Aber Problem ist aber, wenn ich sie dahin teleportiere, ne? Dann kommen die wahrscheinlich hier runter und gehen auf sie los, ne? So, alles, was ich jetzt aufpassen muss, ist hier auf die Leute, ne? Wer hat hier so eine riesige Reichweite? Du. So, kannst du ihn erledigen? Mit dem Wodau? Wahrscheinlich nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Boah. Sind die alle so zinky? Ja, so viel aus. Kann ich erledigen. Wo ist Jade? Hier, verdammt. Sie nimmt keinen Schaden von ihm.
gerade dahin. Ist halt eine gute Idee, ja, ne? Weil alle so viel Schaden, aber. Weil die kommen alle mit ihren Silberklingen auf ihn los, ne? Das heißt. Ja, ne? Ne, habe ich hier jemanden zum Heilen? Ne. Was ich machen könnte, ist ihn hier, ne? Was soll ich hier so? So, ne? Ich glaube, ich mache den hier. Und der wird dann jenen ja. Weil die gehen definitiv mit den Silberklingen auf ihn los. Würde ich jetzt mal raten, ne? Ich muss mal kurz was gucken. Weil ich glaube, wenn er mit Live nämlich verbunden ist, dann bekommt er mehr Ausweichen, ne? Natürlich jetzt perfekt. 13, aha. Ich meine, da war irgendwie was, ne? Jetzt sieht der Gegner im Kampf erwidert die Einheit den Angriff mit der besten verfügbaren Waffe, Reichweite, Waffen oder verstohlen, Ausweichen plus 20 im Kampf, ne? Ist das gut? Ah. Ja, warum nicht, ne? Warum zum Henker nicht, ne? Was ich auch machen könnte, ich kann einfach hier stehen bleiben. Machen wir den hier. Gucken wir, dass hier ausgeht. Oh mein Gott, der konnte mich sogar noch kontern. Und da, ich sehe gerade eine Sache, die mir nicht gefällt. Verdammt. Ugh. So viel dazu. Ja, so viel dazu. 89 bin Tomahawk, ne? 44, ein Angriff wird sie überleben. So. Wieso machen die Liebe so viel Schaden? Ja, gucken, wie das hier abläuft. Ein Antidot, oh nein. Oh Gott. Oh, ein Kriegerschwert, natürlich. Oh, hier wird alles untergehen jetzt. Aber er hat jetzt hier den Weg für alle versperrt. Geht auch viel los. Nicht auf Celine. Oh Gott. Ich brauche so ein paar Massenangriffe noch. Oh, sehr gut. Okay. Ein bisschen frische Luft hier. So, oh, guck mal eher, wie was er hier gemacht hat schon wieder, ne? Silberklinge. Okay. Nein, erreicht nicht.
den hier platt. Gut, geil. So. Erreiche ich leider nicht so viel gerade hier. So, solange wir die ja kaputt hauen, ist das okay. Wir müssen dann eigentlich rechtzeitig da durchkommen, ne? Okay, so geht's natürlich auch. Gut. Okay. Ich meine, sie bringt mir nichts mehr da oben, würde ich sagen. Sie wird dann nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Vielleicht schaffe ich jetzt rechtzeitig noch zu dem Ding da unten hinzukommen. Da sind noch zwei Gegner, sehe ich gerade. Halleluja! Ah, der war platt. Oh nein, oder auch nicht. Bin eigentlich mit Zellkopf erledigen. Saat und muss aber auch mal hier langsam. Ist aber auch hier. Das gibt's nicht. Okay, mit dem Super Dolch hier kriege ich kaputt. Wenn ich treffe. Aber eine Menge Erfahrungspunkte, sag ich gerade. Oh. So. Da bin ich ein bisschen mehr kaputt. Mein Gott. Die Ausweichchancen und all das. Ich denke mal, da steht Georges. Das ist so gut aussehend. Georges. Ja, bitte. Von fairer Kampf. Du, ich und Bonnet. So. Rosado, kriegst du den down? Muss mal ein paar Fragen von dir. So, Alter. Ah, ja, kriegst du sogar. Hey. So, jetzt muss ich nur die beiden Diebe abfangen und wir haben sie im Sack, würde ich sagen. Gutes Level up, by the way, übrigens. Bringen wir dich mal hier hin und wir bewegen dich hier hin, damit du Support sammeln kannst. So, und jetzt müssen wir noch die Diebe hier platt hauen. So, ey, der haut schon ab, bevor der hier die Truhe öffnet. So, was mache ich gegen dich hier? Du machst mir 23 Schaden. Ich muss dich hiermit angreifen, ne? Ah. Wirst du mich mit einem Tomahawk doppeln? Du hast eine Geschicklichkeit. Ich hatte ja eine Geschicklichkeit von 3 danach. Wie viel hat der? 26. Oh Gott. Also warte mal knapp. Ne, warte mal, das ist zu wenig. Nein, er wird gedoppelt. Nein. Okay.
gibt's jetzt nicht, Mann. Das Wurfball, wie viel Schaden macht das? 44. Okay, wenn ich das so mache, dürfte das was bringen, ne? Okay. Dann bewege ich mich da raus, damit du mir gleich nicht den Weg blockierst. Ah, der. Was geht? Hab mich mit der Silberkiste. Okay. Korrigiere mich, wenn ich mich nicht irre, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, der hätte mich doppeln können mit der Handaxt. Oder mit dem Tomahawk. Okay. So, Hallöchen, Dieb. Na, wie geht's, wie steht's? Ja, wollen wir mal dich hier kurz hauen. So, und wir bleiben mal hier stehen. Ne? Ich will mal ihnen den Kill geben. So, wenn das so abläuft, wie ich mir denke, dann werden die sowieso nicht angreifen, ne? Lass ich mal die Leute hier so positionieren. Muss dann noch ein paar Supports und so grinden, ne? Ein bisschen Drang salieren. Er packt schon so ein bisschen in Perspektive, ne? Wie stark meine Charaktere sind im Vergleich zu meinen Gegnern. So, jetzt mal dahin. Da kostet deine Hand. So viel mehr Schaden, ey. Dieser kleine Dieb macht hier meinen Weibernritter hier platt. Ich habe natürlich, da gab es nicht an, ne? So, jetzt packe ich dich hier ein, ne? Für Supportpunkte und so. Da tut man wie ein Pro Supportpunkte sammeln. Okay. Mir gefällt nicht, wie der Typ sich gerade bewegt hat, ne? Wo geht der hin? Hier gibt es keinen Ausgang, ne? Ich sehe, hier sind voll viele Leute mit bösen Sachen. Alter, wie sie ihn einfach fertig machen. So, meine Theorie ist, ich gehe mal kurz hier weg mit dir. Sind Typen mit den Silberbogen da anlocken? Bei dem mit voran kann er wieder nicht nur einer sein. Da muss natürlich wieder zwei Leute sein. Ne, ne, ich bleib mal schön hier, ne? Noch mal hier, ne? Wir schon ein paar Leute mal wieder jetzt zurückschicken. Ne, gehen wir mal hier so, ne? Man meint, die Theorie ist, der will jetzt hier ein Ding kaputt machen, ne? Oder der haut jetzt mit dem Geld ab. Aber wo will er denn hier hingehen, ne? Meine Theorie ist, der macht jetzt hier das Ding kaputt, ne? Der nächste Stress hier. So.
So, du gib mir das. So wenig Erfahrungspunkte. So, also die Silbergroßaxt ist nicht schlecht. Wir werden mal wieder einen Zug hier für Supportpunkte. So. Aber. Ja. Jetzt am besten Rosado. Ja, perfekt. So, dich. Wie hat sich angeskauft? Du kannst einmal ihn hier anlocken, ne? Warte mal, gibt dir Langbogen nicht weniger? Ne, 41. Ist aber nie im Leben sie erledigen, ne? Hat die ist aus anderen Zeugs gemacht. Na, ich bin einfach nur gespannt, was dir als nächstes passiert. Na, du kannst ihn hochheilen. So, da ein Axtkämpfer herauskommt, ist er, glaube ich, gerade mir gerufen, ne? Okay. Was ich natürlich auch machen könnte, ich könnte jetzt hier überall zurückfallen, ne, und mir irgendwie so ein Choke Point hier aussuchen, indem ich hier alles erledige. Ah, mal schauen. Lass mal gucken, was als nächstes passiert. Ne? Hab ich meinen weggelockt. Okay, warum machst du so viel Kritsch? Cool.